Sei willkommen, Marco Böse. Denn Marco hat Kommentar bekommen von Kommentator. Kommentator sagt, Marco haben vergessen Lebensfiole in Tempel des Lichts. Aber das soll uns ziemlich egal sein, denn es ist nicht so schlimm, wenn man eine einzige Lebensfiole vergisst. Marco immer noch böse. Trotzdem. Scheiße. Da, falscher Knopf auf Controller. Der Roller einer Bank heißt Kontoroller. Wie ist jetzt nochmal die Lebens... Werf nicht mit Messern nach mir. Es ist unglaublich, ja? Diese Leute wollen sich einfach keine Mülltonne leisten und deshalb werfen sie Messer weg. Und dann kann es halt zufällig passieren, dass sie mich treffen. Manchmal habe ich aber das Gefühl, das hat alles gar nicht so viel mit Zufall zu tun. Ziegstuhl. Ja, da kommen wir her, da wollen wir aber nicht mehr hin, denn wir mögen es dort nicht. Oh ja. Ein funky Tier, das mit einem Busch und einem Straßenschild tanzt. Stirb, Tier! Musen essen Fleisch. Ach so, ist weg. Nachtholm. Genau, dahin gehen wir nach Nachtholm. Das ist hier im Berg. Nee, da können wir nicht durch. Es ist vielmehr hinter dieser Höhle hier. Mal wieder eine kleine Höhle, in der wir eine Superfähigkeit bekommen. Bleibt dabei. Wir könnten speichern, weil wir schon so viel geleistet haben in dieser Höhle. Wir haben es geschafft, die Höhle zu betreten. Das hat seit 10.000 Jahren niemand mehr gemacht. Denn die Tür ist verschlossen. Obwohl sie nicht existiert. Ja, okay, jetzt kommt die Fähigkeit. Ey, ich bring dich um, ja? Marco Böse! Ganz ehrlich, ich bin gerade rausgeworfen worden aus dem Spiel und weiß nicht, ob ich jetzt aufnehme. Ich mache einfach weiter und hoffe, dass alles gut wird. Fähigkeit. Die Wolfsgestalt ermöglicht mir, mich blitzschnell zu bewegen und über jedes Hindernis zu springen. Allerdings bringt diese Erscheinungsform eine besondere Art von Hunger und Raserei mit sich. Marco Hunger. Marco weiß nicht Knopf. warte. Nein! Ich find den Knopf schon noch, keine Sorge. Wenn ich jetzt Exit drücke. Okay, gut. War das hier einer von denen? Ich hab's gleich, Leute. Hier. Das ist die Fledermausform, da oben. Und hier ist jetzt diese Wolfsform. Wie wähle ich die aus? Ach so. Ja, wir sind jetzt dieser Wolf. Wir haben einige Spezialfähigkeiten. Wir können, glaube ich, kein Blut mehr saugen. Oder doch, egal. Und unsere Spezialfähigkeiten sind, dass wir schneller sind als vorher. Vor allem aber können wir halt weiter springen. Können wir halt überhaupt springen. Kein selbst kann nicht springen. Hat er nicht gelernt. Ist auch ein bisschen zu intellektuell überfordernd für ihn. Aber wir machen das schon. In Wolfsgestalt. Wolfsgestalt, ich mach dich kalt. Wir können nicht abspringen. Ah ja, jetzt kommen hier wieder diese Mulan-Verschnitte. Wir können nicht abspringen, wenn wir sterben würden, wenn wir abspringen würden, was wir nicht tun, weil wir es nicht können. Es ist also ziemlich eingeschränkte Jump-'n'Run-Einlage hier im Prinzip. Naja, eigentlich fast gar keine. Kein Springen. Spring rüber. Spring über den großen Teich in die Freiheit. Oder lass es sein. Ja, natürlich. Junge, du regst mich auf. Du erregst mich, Kain. Du erregst mich. Und nicht mehr erregen wirst du den da, denn den selbst betrachtest du ja als Erreger. Wie eine Krankheit rottest du ihn aus. Wie einen kleinen Virus. Und sie werfen sich gegenseitig Messer in die Fresse. Und wir können doch Blut saugen, wenn wir Wolf sind. Hallo, ich bin Wolfgang. Momentan bin ich eher Wolflauf. So. Alles klar. Während wir in Wolfsform sind, verlieren wir kontinuierlich Mana. Deshalb sollte man diese Passagen möglichst klein halten. Warte. Zurückgehen ergibt es keinen Sinn mehr. Müssen wir nicht mehr. Da war ja nichts mehr sonst. Also geht es jetzt hier weiter.
Auch hier diese kleinen Hügel können wir nur als Wolf überspringen. Mache ich im echten Leben auch immer, wenn ein Hügel im Weg ist. Auch der Wolf ist kein Holzfäller, deshalb bleibt uns dieser Weg da versperrt. Oder sollte ich lieber sagen, erspart. Das hier waren nur die normalen Heilungsdinger. Okay, wo bin ich denn jetzt hin? Ach ja, oh, 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 neuer Gegner. Und die haben es richtig drauf. Ihr seht, die haben diese zweihändige Axt. Eine Axt mit zwei Händen. Und die haut halt richtig rein. Vom Schaden her. Und ich weiß nicht, ich glaube auch, sie halten viel aus. Vorteil ist natürlich, du kannst ziemlich gut ausweichen. Denn die ist auch noch langsam, die Axt. Nachteil ist, die Typen halten viel aus. Sehr viel, extrem viel. Im Vergleich zu allem, was wir bisher gesehen haben. So, du hättest dich erledigt. Wir können... Oh Gott, wirf doch... Nein, wirf kein Messer. Wirf kein Messer auf, liebe Wolf, Marco. Marco, liebe Wolf, du nicht werfen Messer auf, Marco. Marco, voll lieb und so. Teleport! Ja. Zurück hierhin. Allerdings können wir jetzt ja hier dran vorbei. Was uns eben halt nicht offen stand. Und das ist dieses typische Zelda- bzw. Soul Reaver Schema. Oder Metroid. Metroid hat es ja auch so ähnlich gemacht. Das halt auch seinen Weg in Legacy of Kain 1 gefunden hat und richtig, richtig schön ist. Das ist, glaube ich, jetzt wie eine Secret-Passage. Müssten wir nicht hingehen. Aber meistens lohnt es sich. Es lohnt sich wirklich. Nur frage ich mich gerade, wie ich darüber komme. Ach so, ich komme hier irgendwie hoch. Irgendwo. Ich glaube, hier hinten muss ich durch. Während wir Wolf sind, können wir im Prinzip die meisten Gegner ignorieren. Schöne Statue da auf der... Hier, da, rechts im Bild. So. Ich meine nicht das Menü. Über das Menü habe ich ziemlich viele negative Kommentare bekommen, also nicht beleidigende negative, aber so nach dem Motto, da haben sie es aber richtig verkackt. Ich finde, es sieht schön aus. Nur, das ist ein Drittel des Bildes. Es ist wirklich ein Drittel des Bildes. Allein das Menü. Und das meiste davon ist ja nur Design. Dass das so aufgefüllt wird, ist irgendwie komisch. Bei den Geisterschmieden muss man Vorsicht walten lassen. Genau das muss man... Die Gespenster und Schatten, die dort hausen, bieten im Austausch für eine kleine Blutmenge Dinge an, von denen ein Sterblicher nur träumen kann. Die Gespensterschmieden schaffen aus verlorenen Seelen Neues. Yay. Gespensterschmieden. Vergieße dein Blut für mich und diese Artefakte sind dein. Stell dir vor, welche Macht du damit innehättest. Ja. Das sind richtig die gemeinen Buben, meine ich. Wir opfern ein bisschen Blut. Du suchst also hier in der Geisterschmiede Hilfe, Vampir. Das Blut der Toten gegen deine Geheimnisse. Ich werde... Sacrifice blood for these objects, Cain. Speak English for no apparent reason, Cain. Yes. Okay. Und ich habe nun bekommen... Oh Gott, das Menü. Das Menü ist... Ah ja, 16. 16 von denen habe ich. Ich glaube, ich hatte vorher 6. Das Menü ist richtig gut gemacht für die Zeit eigentlich. Da kann man sich wirklich nicht beschweren drüber. Auch die Karte ist eine schöne Sache. Nur, ich habe das Ganze auf den Controller gelegt und bin deshalb ein bisschen verwirrt, verirrt, verstört. Und ich spare mein Mana, denn Mana wird nachher noch ziemlich wichtig und man hat eigentlich immer zu wenig. Ganz abgesehen davon... spare ich doch nicht mein Mana, weil mir es alles zu langsam geht. Yay! Als Wolf können wir übrigens natürlich auch keine Spezialgegenstände benutzen. Die Nacht bricht herein. Und mit ihr gewinnen die Vampire an Kraft. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Soundbug war. Das habe ich lustigerweise öfters an meinem PC. Aber, ja. Auf nach Nachtholm. Zur Nacht, wie passend. Da versucht er mich doch glatt auszurauben. Nichts ausrauben. Nichts ausrauben. Oh Gott, stimmt. Ich habe ja eine Menge... Oh.
Da ist jetzt nochmal ein starker Gegner. Die halten richtig viel aus. Abgesehen davon will ich schnell die Kleinen töten. Ich sollte nicht Kindergärtner werden. Ich will schnell den Kleinen da töten. Auch den Messerwerfer. Wässermerfer. Um mehr Leben zu haben. Oh, ich habe versehentlich den Falschen getötet. Und den Messerwerfer jetzt Oh, ich bin so ein Depp. Der Sound spielt gerade auch ein bisschen verrückt, aber das wird noch. Ich hoffe einfach, man hört sich in der Aufnahme. Und wenn doch, was soll's. Danke für dein Blut. Ich werde es gut verwenden. Ich weiß zwar nicht wofür, aber was soll's. Die meisten Gegner können wir wirklich übertrumpfen. Ausweichen können wir ihnen. Richtig schöne Tempelanlage hier. Und rein da. Wir können speichern. Das werden wir auch tun. Und wir sehen uns gleich wieder.